Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade an unserem Apfelbaum, den wir veredelt oder umgepfropft haben. Das waren jetzt ungefähr so 3 Monate her, also Anfang April haben wir das ja gemacht. Und die, zu meinem Erstaunen, sind die jetzt alle wirklich schön angewachsen und ausgetrieben. Und jetzt ist es Zeit, die ersten Pflegemaßnahmen an den veredelten Stellen durchzuführen. So, jetzt seht ihr mal diese veredelte Stelle in Nahaufnahme. Also hier ist ja die Einschnitte gewesen, wo wir diese Edelreiser reingesteckt haben. Teilweise sind sie schwach ausgetrieben, teilweise auch richtig stark ausgetrieben, wie der hier. Also der hat schon wirklich 2 lange Triebe gebildet. Ja, und jetzt ist es höchste Zeit, uns um diese veredelte Stelle zu kümmern, beziehungsweise um den veredelten Ast. Und zwar seht ihr hier wieder, dass diese ganzen Wasserschosser jetzt wieder austreiben. Also sollten wir die jetzt erstmal entfernen, damit einfach die Energie des Baumes in unsere Edelreiser gelangt und nicht hier vorher schon, ja, abgegriffen wird, sage ich jetzt mal. Man kann auch hier erkennen, wie da schon wieder Knospen treiben, also das immer schön entfernen alles, dass der Baum wieder blank ist und nur die Edelreiser treiben. Hier ist nochmal eine andere Stelle, auch hier, die Wasserschosser lassen sich jetzt hier im Sommer ganz einfach ausbrechen. Diese Arbeit kann übrigens auch an allen Apfelbäumen jetzt gemacht werden, auch wenn sie nicht veredelt wurden, die Wasserschosser schön einfach entfernen. Auch hier sind alle 3 veredelten Äste ausgetrieben. Ich habe das ja zum ersten Mal probiert und habe auch die Edelreiser kurz vorher erst geschnitten. Also nicht, wie man sagt, im Januar oder Februar. Ich hatte die Mitte März, glaube ich, geschnitten und dann Ende März habe ich hier die Stellen veredelt. Und also es funktioniert auch so. Man muss sie jetzt nicht unbedingt im Januar schneiden. Und hier sieht man nochmal, wenn man sich das genau anschaut, die Verwachsungen, also wie hier das Edelreis mit dem Baum verwachst. Das war ja der Schnitt, den ich gemacht habe. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt nochmal an. Es ist wirklich kinderleich und so könnt ihr ungeliebte Apfelbäume mit leckeren Sorten veredeln. Hier haben wir jetzt ein Problem. Folgendermaßen ist hier eine Knospe ausgetrieben, die direkt hier an unserer Veredelungsstelle, die nicht vom Edelreis stammt. Also hier sind wieder die 3 Edelreiser und dieser starke Trieb ist da ausgetrieben. Also das ist jetzt das Wachstum innerhalb von 3 Monaten. Also gut 50 cm und der muss jetzt vorsichtig ausgebrochen werden. Aber es geht ganz einfach, sodass wirklich die Energie nur in die Edelreiser kommt. Einfach die Wasserschosser schön leicht abreißen, besser als abschneiden, weil so werden die Anlagen, also die Augen, die da im vorderen Teil des Triebes sind, auch mit rausgerissen und der treibt nicht mehr so schnell nach. Wenn ich jetzt den stehen lassen würde, also das ist ja der vom ursprünglichen Baum, würde der einfach zu viel Energie bekommen, weil er natürlich besser mit dem Baum verwachsen ist. Und früher oder später würden die aufgepfropften dann kaputt gehen oder ja, an Nährstoffen und Wasser leiden. Deswegen müssen die unbedingt weggemacht werden. Von meinen, 5 oder 6 veredelten Stellen mit jeweils 3 Edelreisern sind alle angegangen. Also das hat mich echt verwundert, dass die so gut angehen.
Ich mache das jetzt noch fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir werden im Laufe der Zeit auch andere Bäume noch veredeln. Wenn ihr das Video nicht angeschaut habt, dann schaut bei unseren Videos das unbedingt an. Da haben wir auch Kirschbäume schon veredelt, also wirklich super einfach, kann jeder nachmachen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.